So, ihr seht richtig. Ich bin ganz woanders. Und zwar bin ich hier oben. In Alanba. Denn dort gibt es noch einen. Und ja, ich bin ehrlich genug dafür. Ich habe nachgeguckt. Allerdings, dass es da wohl nur einen geben muss. Und ansonsten nichts weiter. Ich war natürlich der Meinung, dass ich hier auch schon alles genommen habe, mitgenommen habe. Das heißt, ich war am ganzen falschen Ende der Wildnis, wo ich gedacht habe, da ist noch was. Wie? Weil ich habe ja hier rumgesucht. Und ich weiß gar nicht, glaube ich, hier war... Nee, hier war eins. Und ich glaube, hier war auch eins, aber ich weiß es nicht oder so. Und ich hatte das schon mal und habe trotzdem gesucht. Also ich habe ja die letzten Male hier rumgesucht. Beziehungsweise ich habe hier gesucht und nichts gefunden. Jetzt habe ich eiskalt mal nachgeguckt für das Wildnis. Und habe das hier entdeckt. Habe das hier entdeckt. Ja. Wenn man nicht drauf achtet, selber schuld. Ich weiß nicht, wo die Mucke gerade herkommt. So. Ach, die bewegen... Ach ja, stimmt, die laufen ja durch die Gegend. Sorry, ich wollte gerade sagen, die bewegt sich, hä? Gucken wir nach. Aria Artefakte? Ja. Wildnis Artefakte? Ja. Al-Abazia Artefakte? Ja. Al-Kark Artefakte? So, 4. 4 sind 8. 3 sind 11. 4 sind 16. 15. Und hier fehlen mir 2. Also muss ich jetzt nur noch in der Runde statt mich aussuchen, austoben. So. Und ich habe das Gefühl, hier war ich. Ich habe immer noch das Gefühl, das müsste hier liegen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war, Leute. Ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war. Da gab es halt Achso. Jetzt weiß ich ja, woher ich darauf gekommen bin, dass die vielleicht später kommen können. Ich weiß es allerdings wirklich nicht. Ich habe versucht, nichts nachzulesen, etc. Sondern mir fiel ein, dass zum Beispiel es in Assassin's Creed Valhalla eine Quest gibt, also so eine Nebenquest, diese Weltwundergedöns, ich gehe mal in die Richtung, da bin ich ja heute schon mal hingelaufen, aber habe irgendwie nichts entdeckt, diese Weltereignisse, nicht Weltwunder, sondern Weltereignisse nannte sich das. Und da gab es eine, die war so ein Zweiteiler, aber die zweite tauchte erst später auf. Also du hast im Prinzip die erste gemacht und etwas später war die zweite. Das war irgendwie mit zwei Brüdern, die sich so ein bisschen, naja, ich will jetzt nicht sagen, ja, man könnte sagen, sich ein bisschen doof angestellt haben. Die wollten da rauben und das hat alles irgendwie nicht funktioniert. So. Wir sind ja hier, ne? Wenn ich jetzt... Da! Oh, ich habe sogar richtig gedacht diesmal. Ist ja heiß. Lass du,
Oh, und weg. Ist ja heiß. So. Und jetzt habe ich immer noch das Gefühl, der müsste hier irgendwo sein, der zweite. Ne, warte mal. Vielleicht hier? Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall düsen wir mal in die Richtung. Also in dem Bereich oder woanders ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, der liegt eher hier so in dem. Weil ich glaube, der hat in dem Bereich, ich weiß es gar nicht, ich glaube nämlich, dann wäre hier einer, dann würde hier der nächste sein. Hey! Hey! Laufen wir da mal hin. Einmal schön hier durch die Stadt. Vor allem, vielleicht habe ich diesmal auch Glück, weil mir fiel nämlich auch ein, dass man die nämlich orten. Also, ne? Also, mir fiel nicht ein, anders ausgedrückt. Man kann die ja orten, ne? Die Typen, die man da sich schnappen muss. Und. Ich glaube, ich hätte schon früher woanders, wo ich gesucht habe, abbrechen müssen, wenn ich da mit einem. Was ist das? Mit ihm hier. Ah, guck mal. Das ist ja heiß. Das meinte ich nämlich. Da war ich nicht im weiten Bereich. Wo ist denn das überhaupt? Oh, okay. Habe ich richtig gedacht. Ha! Ich hätte vielleicht vorher mein Köpfchen ansprengen sollen, bevor ich da wild... wild rumsuche, in der Wildnis zum Beispiel. Also kann ich von mir behaupten, dass ich bisher alle gefunden habe. Außer... den einen. Hey, dass er da nicht automatisch hochgeht, ne? Finde ich ein bisschen crazy. So, irgendwo hier vorne. Da tun wir rum. Wie viel Glück muss man gerade haben? Okay, ich kann zurück. Jetzt habe ich so gesehen alle Sachen für Davies. Ja, das ist ja hier diese Montur, die man bekommt, wenn man Scherben sammelt und dann hier hingeht, beziehungsweise dann hier. Da gibt es ja einmal den Dolch und dann gibt es den das Schwert und dann Feuer frei. Sprich die Montur. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da wie es hat. Abgesehen davon kann ich mich dann endlich... Ja, ich hätte da hoch. Okay, sehr gut. Guck mal, er rennt dagegen. Ich drücke den Button, aber er nimmt es nicht. Ich müsste jetzt hier sein. Da ist es doch. Ich laufe dran vorbei, ich Depp. Sei gegrüßt. Schön, dich wiederzusehen, Basim. Du warst ein guter Schatzjäger, Basim. Jetzt kannst du auch so aussehen.
Okay. Die Schatzjägerverkleidung haben wir. Hier können wir uns gleich mal gucken. Ich grüße dich. Ich hoffe, du benimmst dich anständig da draußen, ja? Treibe Raritäten auf, Basim. Verdiene dir deine Belohnung. Was hat er eigentlich für Waren? Dein Rüstzeug ist ein wenig abgenutzt. Händlerverkleidung aus dem fernen Osten. Pass auf dich auf. Möge Allah uns wieder zusammenführen, Basim. So. Jetzt gehen wir hier rein. Ins Inventar. Und dann haben wir hier eine Verkleidung, eine neue. Und zwar diese. Die Kleidung einer Person, die in der Wüste Schätze hinterherjagt. Mantel der Verborgenen. Mantel eines legendären Helden. Okay. Gin-Montur. Ja, die Sandmontur, ne? Das war ja die, die wir haben. Ja. So. Ich gehe mal in die Nachforschung, Leute. Ein letztes Buch? What? Und falls sich jetzt einer fragt, warum ich gerade so reagiere, weil ich wusste gar nicht, dass es noch ein letztes Buch gibt. Der hat doch 6 Bücher oder so. Die habe ich doch gefühlt alle gesammelt. Also nicht gefühlt, die hatte ich doch gesammelt. Jetzt muss ich noch ein letztes Buch finden und ihm das bringen. Und dann haben wir hier auch noch einen Auftrag. Okay. Was mache ich erst den Auftrag? Mit der Biene. So, kennt ihr das hier? Ja, ne? Hier war ich ja beim letzten Mal und habe gesucht im Irrer für Davies Artefakt. Aber nee. Und wenn ihr jetzt fragt, was ich hier suche, das ist das letzte Buch. Und das habe ich jetzt rausgeschnitten, Leute. Ich habe hier stundenlang gesucht. Also, ne? Ja, okay, stundenlang. Ich glaube, eine halbe Stunde habe ich mir gegeben, 40 Minuten. Dann habe ich gesagt, nee, danke. Und habe zum zweiten Mal das Internet gefragt. Und das heißt hier irgendwie hier draußen. So. Da soll irgendeine Stelle sein. Wo das ist. Ich bin echt gespannt. So, und wir reiten da jetzt hin. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, wo. Also ich kann jetzt euch nicht sagen, wo das hier war, aber ich kann euch das sagen, dass das hier war, weil ich hier mit diesem Steinchen, das da mit diesem Bilde. Ich stelle mir gerade vor, wenn es solche Lösungen, früher gab es ja Lösungsbücher, heutzutage gibt es das ja so nicht mehr. Wenn man hier wirklich alles selber suchen müsste. Da
Das Geile ist, wenn du hier so lang reitest, dann musst du ja eigentlich auf die Idee kommen, dass es hier ist. Das ist... Oh, aber ganz ehrlich, das ist nicht mal böse gemeint, ne? Was war denn hier draußen? Weise mir den Weg. Der Hafen, ne? Und selbst der war, glaube ich, da oben, ne? Da, ne? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal, Leute. So. Codex explodiert. Seleukea am Tigris. Am westlichen Ufer des Tigris, etwa 35 Kilometer südlich von Bagdad, erhebt sich ein kleiner Hügel, der als Tell Umar bekannt ist. Dieser heute windgegerbte und durch Sümpfe von wechselhaften Fluss des Lauf des Flusses getrennte Hügel beherbergte einst eine der größten Städte des Altertums. Seleukea am Tigris. Seleukea wurde am Ende des 4. Jahrhunderts vor unserer Zeit von Seleukos I., einem der Nachfolger Alexander des Großen, gegründet. Ihr Standort am Anfang der Hauptstraße, die vom heutigen Irak in den Iran führte, und am Zusammenfluss des Tigris mit einem Kanal, der ihn mit dem Euphrat verband, ermöglichte es der Stadt in ihrer 5 Jahrhunderte währenden Geschichte, die Routen von Karawanen und Heeren zu kontrollieren. Diese Kontrolle ließ sie zu einer Handelsmetropole und einem königlichen Wohnsitz erblühen, die in der antiken Welt für ihre stoischen Philosophen und olympischen Athleten bekannt war. Mit der Zeit verschwand die Macht der Seleukiden. 129 vor unserer Zeit wurde Seleukea von der parthischen Arsakiden, einer rivalisierenden Dynastie, erobert. Die Entwicklung der Stadt schritt dennoch ununterbrochen voran, bis mehrere Angriffe römischer Heere und eine katastrophale Veränderung im Flussbett des Tigris zum Niedergang und letztendlichen Verschwinden Seleukeas und das Ende um das Jahr 200 führte. Später nutzten die Zentren anderer Reiche, erst Ktesiphon und dann Bagdad, denselben örtlichen Gegebenheiten aus, die zum Aufstieg Seleukeas geführt hatten, und wurden selbst zum Weltmetropolen. Also sorry gerade nochmal für den kleinen Cut, weil ich habe ja mal genießt so. Ja, da ist was zum Fackeln. Ich bedarf deiner Augen, Sadiq. Hier ist eine Leiter, also hoch. Was man hier alles findet, ne? Tagebuch eines Sternkundlers. Als sich Al-Majisti durchging, verglich ich die Äquinoktialstunden, die über die Jahre aufgezeichnet wurden, mit meinen eigenen Beobachtungen des sich drehenden Himmels. Die Berechnungen stimmen überein. Bei der Suche nach einem neuen Aussichtspunkt stolperte ich über alte Ruinen und fand ein seltsames Buch, das in Leder gebunden und mit Metallschnallen versehen war. Es scheint sich um Himmelsbeobachtungen zu handeln. Doch als ich es lehnen wollte, stieg eine Dunkelheit herab. Okay. Das klingt jetzt aber nicht... gut. Oh, das ist à la Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations. Oh Gott. Oh Mann. Wie gesagt, das kenne ich aus den anderen Teilen oder auch aus Black Flag und so, weil wir haben das gemacht. Das Einzige, was mich gerade wundert, da hat doch jemand geschrien. Ich hatte eben beim ersten Versuch das Gefühl, dass ich da keine
dass da keine Dings ist, keine Markierung wegen dem Wurf. Deswegen. So. Das Buch der Toten. So, und damit kann ich jetzt zurückkehren. Eieieiei. Dann könnte ich mich ja jetzt echt auf den Weg machen, ne? Weil jetzt habe ich, glaube ich, so gewisse Voraussetzungen erfüllt. Übrigens, ich finde das auch lustig. Das ist mir so eine Voraussetzung, ne? Ich meine, das ist zwar keine... Aber... Weil ich habe hier so eine mögliche Herausforderung angeblich nicht erfüllt. Nämlich... alle Points zu synchronisieren. Ist das nicht herrlich? Ich finde das echt nice. Dass mir das Spiel sagt, du hast alle Points nicht ausgesucht. So, und dann haben sie es ja eingeführt, ich glaube mit 1.05, das golden zu machen, wenn du die hast. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 Stück habe ich. Gibt es irgendwie noch mehr? Ich glaube eigentlich nicht. Achso, das war jetzt Buch, ne? Ja, alles gut. Hast du etwas für mich? Ich fand dieses seltsame Buch. Ist das etwas für dich? Oh, ho, ho, ho. Weißt du, was das ist? Es hat viele Namen. Ich kenne es als Buch der Toten. Es bedeutet den Tod für einen jeden, der es liest. Zumindest, wenn man den Geschichten glaubt. Ich tue das nicht. Aber es bleibt in meinem Schrank, wo es keinen Schaden anrichten kann, zur Sicherheit. Der Bücherwurm. Monströser Talisman. So. Wir kloppen jetzt erstmal alles weg. Gehen hier hin. Und dann holen wir uns den Fall von der Kokobine. Oh, warte mal, Moment. Nee, kann ich ja, glaube ich, so machen, ne? Also ohne, dass ich jetzt nochmal zum Dings gehe. Das meinte ich. Nachforschung. Zack. Nachforschung. So, ihn haben wir auch erledigt. Und dann haben wir hier Aufträge. Und da haben wir noch die Kokobine. Das wollte ich jetzt. So, wo ist das? Das muss irgendwo da sein. Da, wo hier die Truhe auch ist. Prinzenpalast. Geh auf Erkundung. Das Wagnis war zu groß, Sadiki. Verzeih. Du bist nicht willkommen. Geh. Euch helfe ich. Euch helfe ich. Ich guck gerade mal, wie lang die Folge jetzt schon mittlerweile ist. Wenn wir jetzt den hier schnappen. Aus Dings, aus dem Trailer. Augenblick! Wir sind nicht länger eine Gefahr. Flieg, wie es dir gefällt.
habe gerade ganz schön abgekürzt, würde ich sagen. Ist ja mein Ziel. Oh, das wird jetzt geil. Das ist außen. Das ist außen Trailer. Herrlich. Damals, aus dem Gameplay, nicht aus dem, doch Trailer, aber aus dem Gameplay. Das ist echt nur eine Kiste, ne? Besser. So. Herrlich. Ja, dann will ich mal gleich gucken, ob ich das hier knacken tue, sprich schaffe.